Hallo, ihr Kreativen. Ich bin's, eure Claire, hier im Studio von Floristik 24. Und ich möchte es nicht versäumen, euch heute ein ganz tolles Pfingstfest, einen tollen Pfingstsonntag zu wünschen. Und habe für euch heute diese Steckarbeit vorbereitet mit Pfingstrosen, Lupinen im tollen Zinkgefäß. Seid dabei, los geht's. Ich freue mich auf euch. Jetzt legen wir los mit unserem schönen Zinkpokal, der richtig schön dekadent wirkt. Da haben wir, um den nicht so zu beschädigen, ich raschle jetzt mal, haben wir uns so ein bisschen eine Folie genommen, um das auszulegen, damit die Steckmasse, also die Feuchtigkeit der Steckmasse nicht den Pokal angreift. Also das würde ich immer ein bisschen auslegen mit einer Folie oder noch ein zweites Gefäß rein. Dann brauchen wir natürlich unseren Steckschaum, Frischblumensteckschaum. Den habe ich aus meinem Garten, ne, voller Stolz. Hier die wunderschönen Lupinen. Und ein paar ganz tolle Pfingstrosen, die zu unserem Pfingsten ja jetzt super gut passen. Zum Füllen habe ich hier den Rosmarin geschnitten und da wollen wir jetzt gleich mal loslegen. Und zwar habe ich mir schon die Steckmasse geweicht. Ihr wisst ganz genau, Steckmasse weichen. Folgende Sache, ihr macht einen Eimer voll mit Wasser, legt die Steckmasse oben auf, sodass sie sich langsam nach unten zieht, vielleicht so 10 Minuten ziehen lassen. Und dann können wir die verarbeiten und zurechtschneiden. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeweicht, damit wir jetzt nicht so viel Leerlauf haben. Also hier kommt meine Steckmasse rein. Gucken, dass ich so ein bisschen andrücke und dann auch noch mal dementsprechend, wenn ich jetzt die Lücken so ausfülle, noch mal hier auf die eine Seite und auf die andere, dass es nicht drin rumwackelt. Ne? Also egal, wo ihr es stehen habt, es muss halt richtig schön fest und keine Zwischenräume sind, so dass die Blumen immer und überall mit Wasser dann versorgt sind. Wenn Hohlräume sind, dann ist das nicht so schön, dann kann das eben passieren, dass die Blume kein Wasser zieht und hängt dann als erstes im Arrangement. So, ich schau mal hier drüben auch noch rein. Schneidet euch das zurecht. Das macht sich ja mit dieser geweichten Steckmasse ganz wunderbar. Die lässt sich richtig so schneiden wie Butter. So. Restlichen Sachen packen wir weg. Könnt ihr auch noch mal verwenden, also so, dass er wirklich richtig alle Sachen aufbraucht. Unsere Folie schneidet da entweder ab oder steckt sie mit rein. Müsst ihr mal gucken, wie ihr das am besten für euch löst. Und die sollte man natürlich dann zum Schluss nicht mehr sehen. Ich würde sie jetzt hier abschneiden und die anderen Enden, die noch drüber hängen, einfach mit reinstecken oder dann mit den Blättern abdecken. So, Raschelei ist gleich vorbei. So, jetzt können wir loslegen. Und dann müsst ihr auch immer beachten, ein Drittel Pokalgefäß, zwei Drittel die Füllung. Also hier könnt ihr richtig mal hoch, opulent arbeiten. Das darf zu Pfingsten, zu so einem Pfingstfest schon mal so sein. Auch wieder Blätter abmachen. Gleich im Ausschnitt gelandet. So. Und schön schräg anschneiden wieder. Ihr wisst, das ist gut für die Wasseraufnahme. Und dann kann man hier schön toll einarbeiten. Die haben auch so schöne Bewegungen. Schöne Blätter, die hebe ich mir gleich mal aus für außen dann. Und dann können wir jetzt hier einarbeiten. Pfingstrosen nach oben. Da auch wieder ein bisschen beachten, dass man die knospigen nach oben nimmt. Und die etwas aufgeblühten kommen weiter nach unten. In der Gestaltung her. Dazwischen nehmen wir den Rosmarin, der das Ganze immer ein bisschen auffüllt. Und auf jeden Fall Fülle bringt. Das haben wir ganz häufig im Geschäft, wenn wir da einen Blumenstrauß binden. Und viele sagen, ach, machen Sie nicht so viel Grün rein. Das kann man machen, viele mögen das nicht so. Aber das Grün bringt eine gewisse Fülle, hält die Blüten weiter auseinander. Und dann ist das wirklich, wirkt der Strauß auch dann größer. So, und jetzt kann man, wichtig auch, dass es euch immer mal dreht zu allen Seiten. Dass er da... Je nachdem, wo es auch hinstellt. Wenn ihr das irgendwo hinstellt, dass es eine Ansicht haben soll, dann könnt ihr es natürlich von einer Seite stecken. Soll es aber rundherum sein, sodass man es von allen Seiten sieht. Wenn es vielleicht auf einer Säule steht, dann müsst ihr natürlich auch für euch immer mal drehen. Und es darf halt keine Schokoladenseite haben. Es muss dann halt von allen Seiten schön sein.
sind die nicht toll. Schaut mal, wie schön die aussehen. Und die schnuppern. Herrlich. Da gibt es ja auch so tolle Sorten. Das könnte ruhig schön ein bisschen breiter stecken, dass das auf jeden Fall richtig polent, dekadent wirkt. Ich habe erstmal rundherum gesteckt, das Grün, nicht vergessen, dass wir hier so ein bisschen die Folie auch wirklich verdecken. Ihr könnt alles verwenden, ihr könnt die Blätter der Lupine verwenden, die Blätter der Pfingstrose könnt ihr verwenden, um das hier unten auf jeden Fall nochmal zu verdecken. Ich würde das mal ein Stückchen zu euch hindrehen. Das sieht aus wie so ein schönes Gemälde, wie bei den alten Meistern. Also soll das auch wirklich passend zu dem Pokal so sein. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Je nachdem, wie ihr das so steckt oder wo das bei euch reinpasst, ob das vielleicht ganz gut sich auf einer tollen Anrichte dann auch auf jeden Fall präsentiert. Das lässt sich, denke ich mal, leicht machen. Ihr seid ja wirklich sehr geübt dabei. Und für einen Kommentar kommt dieses Gefäß als Gewinn auch zu euch nach Hause. Also ein Pokal und einmal Steckmasse, damit ihr das zu Hause auch mal nacharbeiten könnt. Und 3 weitere Gewinne gibt es. Und zwar ist unsere Blooms Deko. Das ist die Zeitung mit den tollen Gestaltungsideen, wo ihr viele neue Ideen euch herausholen könnt. 3 unserer lieben Zuschauer können diese auch gewinnen. Also immer schön fleißig schreiben. Wir lesen eigentlich jeden Kommentar und versuchen alle ganz zeitnah zu beantworten. Alle Materialien, die ich jetzt hier gebraucht habe, findet ihr natürlich auch unter dem Video in der Infobox. Da steht nochmal alles aufgelistet, alle Größen, alle Längen, alle Breiten, alle Materialien, die ihr dafür braucht. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Pfingstfest, eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, das für euch zu gestalten in diesem schönen Farbturm. Passt das so einmal toll zu mir? Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, uns zu liken und das nächste Mal wieder mit dabei zu sein. Bis bald, eure Claire.